Hi und herzlich willkommen zuletzt bei Apollo Justice Ace Attorney. Yeah, und wir sind gerade bei einem coolen High-Typ. Zumindest hat er so eine geile Jacke, die aussieht wie ein High. Yeah, das habe ich zwar schon mal gesagt, aber scheiß drauf. Also, weiter geht's. So, sie hat den Text vergessen, weil sie Schüsse hörte. Yes, glaub. beweisen Sie das, wenn Sie so sicher sind. Okay, dann zeigen wir nämlich jetzt mal das Milchpult. Bäm. Also, ihr werdet gleich schon verstehen, wieso das so ist. Offensichtlich gibt es klare Beweise. Nämlich mitten in Lamiras Song. In ihrem Song? Was genau soll dieses Gerät eigentlich sein? Ein neuartiger Plattenspieler etwa? Ist klar. Kommen Sie, das hatten wir eben schon. Was soll das mit dem Plattenspieler? Mit diesem Gerät wurde jede Stimme beim Konzert einzeln aufgenommen. Stimme! Mit diesen Reglern können Sie die Lautstärke einstellen. Jedes Instrument kann einzeln geregelt werden. Lamiros Stimme natürlich auch. Oho! Aber was beweist das? Laut Lamiros Aussage hat sie in dem Moment, als die Schüsse fielen, ihren Text vergessen. Ah, Sie wollen also die Aufnahme des fraglichen Augenblicks überprüfen, ja? Wir könnten diese Schüsse vielleicht sogar hören. Genau. Wow! Lächerlich! Und trotzdem schwitzt er total, weil das ja so lächerlich ist. Ich sollte meine Schüsse in der Garderobe draußen auf der Bühne hören. Schon vergessen, Diane. Wir alle haben diese Headsets getragen. Oh! Wir waren alle auf unseren Auftritt konzentriert. Aber Lamiros Headset wird genau das eingefangen haben, was sie gehört hat. What? Dann wollen wir diese Aufnahme mal unter die Lupe nehmen. Jetzt sofort! Lamira hörte auf zu singen, als sie die Schüsse hörte. Finde die Stelle und ich finde die Schüsse. Yeah. Okay, gut, dann gucken wir doch gerade mal. Also, erstmal alles weg. Ich glaube, eins war nämlich diese Leitstimme, also die Gesangsstimme. Würde ich jetzt sagen, ne? Ist es die Gesangsstimme? Ich würde sagen schon, ne? Ja, ich muss gerade gucken, wo Freude kommt. Und ich fliege durch die Luft. Oder? Stimmt der Hexe überhaupt? Freude! Aha! Da sind die Schüsse! Da sind die Schüsse! Wow! Da sind die Schüsse! Euer Ehren, hören Sie sich diesen Teil gut an. Das ist die Tonspur mit Lamiros Stimme. Ey, nee, die sollte den anderen Teil wollte ich hören. Was soll die Scheiße? Hä? Wow. Da hört man's voll gut. Ich habe da etwas gehört. Ja, ganz leise. Es hat sich wie ein Schuss angehört. Was? Das muss ein Fehler sein. Oh, dieser komische Fuchsschwanz wieder einfach rumbommelt. Ich denke, hier ist seine Sache bewiesen worden. Es wurden während des zweiten Sets Schüsse gehört. Was also bedeutet, dass Lamiros Aussage der Wahrheit entsprach. Kra! Pau, pau. Ihre Aussage darüber, was sie gehört hat, stimmt also. Der andere Mann hat gesprochen, nicht Herr Letus. Was hat er denn gesagt? Es ist vorbei. Drück den Schalter jetzt! Unmittelbar danach gab es einen Schuss. Und die Gitarre... ich bin ja gar nicht cool. Und die Gitarre fing an zu brennen. Inspektor Crescent. Er war während des zweiten Sets nicht auf der Bühne. Er könnte es gewesen sein. Aber warum haben wir nur einen Schuss auf der Aufnahme gehört? Wurden mit dieser Waffe nicht zwei Schüsse abgefeuert? Lamira bewegte sich durch den Luftschacht, euer Ehren. Sie war wohl zu weit weg, sodass ihr Mikrofon den ersten Schuss nicht auffangen konnte. Aber dann, als sie sich über der Garderobe befand, wow, wurde erneut geschossen und Herr Letus musste sterben. Nun, Inspektor Crescent? Bommel, bommel. Ah, jetzt erinnere ich mich an noch etwas. An unserem Auftritt an jedem Abend. Tag, nicht Abend. An ihren Auftritt? Das Mischpult hat meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen. Sie waren auch da, Sterni. Was
Was ist heute nur los? Ein Problem nach dem anderen. Ja, ich sag ja, der hat diesen Auftritt da verpasst. Der hat den taktisch richtig eingesetzt. Das war doch fast die ganze Zeit über Tage. Meine Maschine springt nicht an, mein Gitarrenkoffer ist kaputt. Meine Gitarre geht in Flammen auf und da stirbt auch noch jemand. Und dann war da noch der Auftritt von eben. Was sollte das? Dieser Teil klingt falsch. Was war das? Zweite Gitarre. Ah! Das warst du, Dian! Es kam zu jenem Zeitpunkt seltsam vor. Wie konntest du so einen einfachen Einsatz verpassen? Ich kenne dich, ich weiß, wie du spielst. Das kannst du besser. Ja nun, ich... Was haben sie? Worauf wollen sie eigentlich hinaus, Schatzamer Kevin? Ich spreche von der Mordwaffe. Herrn Lettuses Handfeuerwaffe mit Kaliber 45. Bei einer so großen Waffe bleibt der Schütze auch nicht unverletzt, wie wir wissen. Der Rückschlag ist so groß, dass er einem Amateur die Schulter ausrenken kann. Sekunde! Sein Spiel war beeinträchtigt, weil er sich beim Abfeuern des Revolvers verletzt hat? Sie haben was vergessen. Ja, Inspektor Grayson. Ich bin ausgebildeter Polizist, wissen Sie. Ich habe das Schießen trainiert, oft. Ich bin kein Amateur. Die Standardwaffe für Polizeibeamte ist eine Waffe mit Kaliber 38. Ein viel zahmeres Ding. Außerdem gehörte die Mordwaffe dem Opfer, Herrn Lettuce. Was darauf hindeutet, dass es zu einem Kampf zwischen Mörder und Opfer kam. Vielleicht hat der Mörder den Revolver falsch gehalten, als er schoss. Ist es das, was Sie meinen? Dieser Gedanke kam ja. Ja. What? Meine Haare müssen gut sitzen. Nun möchte der Zeuge dazu etwas sagen. No. Inspektor Grayson! Ich möchte nur fragen, was der Herr mit den hochgekrempelten Ärmeln zu sagen hat. Hey, du, Anwalt! Ich? Welcher Teil deines Beweises soll denn entscheidend sein? Du hast ein kleines Geräusch auf Band, das alles sein könnte. Und da ist noch der angeblich falsche Einsatz wegen eines Rückstoßes beim 45er Kaliber. Ich trauere um den Fall, Gavin, das tue ich wirklich. Ihr könnt so viele schwache Beweisstücke vorzeigen, wie ihr wollt. Ich habe diesen Manager nicht erschossen. Und das ist die offensichtliche Wahrheit. Der Zeuge hat recht. Die Argumente der Verteidigung sind überzeugend, aber nicht eindeutig. Meiner Meinung nach sollten wir uns anhören, was der Zeuge darauf zu erwidern hat. Ihre Aussage bitte, Inspektor Crescent. Nennen Sie uns den Grund, warum Sie es nicht getan haben können. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Beweis die Unschuld. Wusch. Kommt, Leute! Warum hätte ich diesen Manager überhaupt umbringen sollen? Ihr wollt einen Grund wissen? Ganz einfach. Ich habe kein Motiv, Mann. Das ist die erste Reise der Diva in unser Land, richtig? Wer sollte ich ihren Manager kennen? Und wenn ich ihn nicht gekannt habe, warum sollte ich ihn dann umbringen wollen? Das hat irgendwas mit diesem komischen Replikat zu tun. Ein einfacher Grund, in der Tat. Staatsanwalt Gavin, stimmt es, dass Herr Lettuce nie zuvor in unserem Land gewesen ist? Nach unseren Informationen, ja, kein einziges Mal. Verstehe. Na schön. Herr Justice, Sie können mit dem Kreuzfeuer anfangen. Großartig, jetzt muss ich ein Motiv finden. Das hat was mit dem Replikat zu tun. Beweis der Unschuld. Yeah. Ja, okay, das ist eigentlich uninteressant. Ihr wollt einen Grund wissen? Ich habe kein Motiv, Mann. Aber das gilt auch für Machi. Ihm konnte kein Motiv nachgewiesen werden. Ach komm, er gondelte mit diesem alten Sack in der Weltgeschichte rum. Er hatte genug Zeit, ein Motiv zu entwickeln. Auf jeden Fall mehr Zeit als ich. Ich meine, überleg doch mal. Dobby. Blödian. Dian, Sie sind Inspektor im Bereich internationale Angelegenheiten? Ja, warum? Auch wenn das Herrn Lettuces erste Reise in dieses Land war, könnten Sie ihm schon vor dem Konzert begegnet sein. Wie? Oder reisen Sie für internationale Angelegenheiten etwa nicht ins Ausland? Ja, hat recht. Nun, Inspektor Crescent. Also, das ist deine Masche, ja? Da sollte ich mal lieber beichten. Beichten? Ja, es ist ein bisschen peinlich, aber ich bin nie ins Ausland geschickt worden. Was? Aber Sie arbeiten doch für internationale... Siehst du, ich stehe mit Flugzeugen auf Kriegsfuß. Wir mögen uns nicht besonders. Mein Beileid, Stirni, aber er sagt die Wahrheit. Er hat mir einen Fuß auf außerirdischen Boden gesetzt. Dafür kann ich garantieren. Für meine Abteilung gibt es natürlich auch genügend Arbeit vor Ort. Das ist so unfair. Ja, das ist jetzt wohl echt scheiße. Woher sollte ich Ihren Manager kennen? Bäm. Sie haben sich also während des Konzerts nicht mit ihm verbrüdert? Verbrüdert?
Ich denke, wir haben kein einziges Wort ausgetauscht. Als ob irgendjemand mit diesem alten Schafskopf aus dem Osten hätte reden wollen. Oh ja, das ist ja schon ein Motiv. Der mobbt den voll. Mit den Damen ist das natürlich eine ganz andere Sache. Also, verstehst du jetzt? Und wenn ich ihn nicht gekannt habe, warum sollte ich den dann umbringen wollen? Sind Sie sich sicher? Was? Weg mit diesem Gesichtsausdruck, bevor ich ihn wegmache. Hör zu, wenn du mit einer deiner wilden Anschuldigungen nach mir wirfst, werfe ich sie so hart zurück, dass du vergisst, wen du wie beschuldigt hast. Shirley, vielleicht ist es das Beste, wenn sie ihren Beweisen das Wort überlassen. Mann, welche Beweise? Da bin ich aber gespannt. Die Frage nach dem Motiv ist also seine Munition, hm? Nun, ich habe aber auch Munition. Beweise. Okay, warte, dann hören wir uns das erste noch an. Ey. So, das haben wir uns nämlich noch nicht angehört. Also los. Ihr Manager, sicher, aber Herr Letus war... Oh, richtig. Sorry, ein Interpol-Ermittler, nicht wahr? Ich kann mir diesen Brocken kaum als geilen Schnüffler vorstellen. Kapiert? Und er war nicht mein sehr guter, so wie er abgeschlachtet wurde. Ganz schön kaltherzig, Freundchen. Nicht, dass es von Bedeutung wäre. Verstehen Sie, ich hatte keinen Grund, diesen Mann umzubringen. Egal, was er war. Ja. Ich habe kein Motiv, Mann. Das ist die erste Reise der... Haben wir das schon angehört? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Dian, Sie sind bla bla bla. Okay, das haben wir schon gehört. Ja, ist okay, ich hab's gehört. Bla bla bla. Komisch mit dem Finger zeigt. Ja, ist okay. Also nochmal, das ist die erste Reise der Diva in unser Land. Woher sollte ich ihren Manager kennen? Und wenn ich ihn gekannt habe, warum sollte ich ihn dann umbringen wollen? Ich würde mal sagen, wir zeigen das Replikat, weil ansonsten sehe ich hier keinen anderen Grund, der irgendwie da so sinnvoll wäre. Bam, wow. Euer Ehren, sehen Sie sich das an. Was ist das? Sieht aus wie ein Bonbon. Oh ja, wollen Sie mal essen? Oh, jetzt ist er leider gestorben. Das ist keins. Bitte nicht dran lecken. Inspektor Creason, kennen Sie das? Sieht wie ein Bonbon aus. Es ist ein Beweismittel. Lecken Sie nicht daran, bevor Sie es ausprobieren. Genauer gesagt, das ist ein Replikat eines Kokons und wurde bei den Habseligkeiten des Toten gefunden. Ein Kokon? Ich habe noch nie einen in dieser Farbe gesehen. Kokons dieser Art gibt es nur in der Republik Borginien. Nirgendwo sonst. In Ordnung. Aber was hat die Kokon-Replik in meinem Gericht zu suchen? Ihr habt doch sicherlich nichts mit dem Mordmotiv an Herrn Letus zu tun, oder? Doch, warten Sie. Ich meine, ich denke, dass es so ist. Du klingst nicht sehr überzeugt, Mann. Ein Kokon? Ist das einer von diesen Seidenkokons, aus dem man nun Seide herstellen kann? Nein. Aus diesem Kokon wird ein wirkungsvolles Heilmittel hergestellt. Ein Heilmittel? Wofür? Offenbar ist es ein sehr effektiv in der Behandlung einer als unheilbar geltenden Krankheit. Das ist die einzige Medizin in dieser Art. Und es ist illegal, einen solchen Kokon aus Borginien rauszubringen. Warum denn? Wenn es ein Wunderheilmittel ist, warum ist es dann nicht für die ganze Welt? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Wir haben uns ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Offenbar ist es nicht schwer, das Heilmittel aus dem Kokon herzustellen. Wird der Prozess jedoch auch nur minimal verändert, erhält man ganz einfach eine große Dosis einer total anderen Sache, nämlich ein tödliches Gift. Was? Vor einigen Jahren sind einige Kokons auf den Schmacksmarkt gelangt. Das sorgte weltweit für großen Aufruhr, obwohl die Medien so gut wie nichts erfuhren. Faszinierend! Das alles führte zu einem strikten Exportverbot der Kokons. Ein Verbot, das unter anderem auch von Interpol genau überwacht wurde. Interpol! Pau! Richtig! Das Opfer Romain Letus war Interpol-Ermittler. Inspektor Creason, Sie bezeichnen ihn auch immer als Manager. Aber das ist irreführend. Romain Letus ist nicht als Manager ermordet worden. Er ist als verdeckter Ermittler ermordet worden. Also ich habe versucht, dieses Gummibällchen ins Land zu schmuggeln. Ist es das, was Sie sagen wollen? Ich meine, dass es sehr wohl ein Motiv für einen Mord wäre. Oh, und ich hätte mir damit auf dem Schmerz auch eine goldene Nase verdient, wie? Lächerlich. Ich meine, völlig undenkbar. Undenkbar, sagen Sie. Wieso? Vielleicht ist es an der Zeit für eine weitere Aussage über diese Sache mit dem Schmuggel von Kokons. Kokons. Voll das coole Wort. So, let's go.
Die Abteilung für internationale Angelegenheiten bekam ein Memo zu den Kokons. Sie bereiteten Interpol große Sorgen. Man kann sie nicht auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ist zu gefährlich. Ja, Kokonschmuggel ist eigentlich nicht mehr lukrativ. Mann, ich kenne mich aus. Ich arbeite für internationale Angelegenheiten. Okay. In der Tat. Interpol wollte unbedingt die Kokons und setzte Hello Chooser als verdeckten Ermittler ein. Ihr Jungspunde habt echt die wildesten Vorstellungen, aber ich riskiere doch nicht Kopf und Kragen, nur um etwas von dem schmutzigen Kokongeld in die Finger zu bekommen. Nicht die feinste aller Aussagen, aber sie wurde zur Kenntnis genommen. Berichten zufolge stehen diese Kokons ganz oben auf Interpols Liste. Es wäre sehr riskant, sie an eine Untergrundorganisation zu verkaufen. Ach schön, sie können mit dem Kreuzer beginnen. Das ist das einzige Motiv, was ich habe. Er hatte etwas vor und ich werde herausfinden, was es war. Bear Whale. Das macht mir Spaß. Bekam ein Memo zu den Kokons. Was für ein Memo denn, mein Lieber? Das Memo. Deshalb wussten sie von den Kokons. Oh, gut, wirklich gut. Jetzt kriege ich es aber mit der Angst zu tun. Sie mussten von den Kokons gewusst haben, um das alles planen zu können. Wie bekannt sind eigentlich diese Kokons? Peinlicherweise muss ich zugeben, dass ich noch nie von ihnen gehört habe. Nun, Lamira wusste von ihnen, aber nicht von ihrer Verwendung. Soweit ich weiß, wurden die Informationen über die Kokons streng kontrolliert. Die meisten Menschen wissen nur, dass es illegal ist, sie zu exportieren. Dann muss mir das ja gar nicht peinlich sein. Ich würde sagen, die Leute, die darüber Bescheid wissen, sind kleine Minderheit. Aber das schließt jeden im Laden für internationale Angelegenheiten ein, Mann. Und jeden bei Interpol auch, was das betrifft. Ja. Große Sorgen. Wieso? Es gibt also noch weitere Interpol-Ermittler wie Herrn Letous? Wahrscheinlich auf der ganzen Welt, die meisten sehr gut verdeckt. Deshalb sind diese Kokons zu heiß für den Schwarzmarkt. Schließlich möchte ja keiner, dass Interpol die Waren durchstöbert. Die meisten Leute kamen zu dem Schluss, dass... Man kann sie nicht auf den Schwarzmarkt kaufen. Ist gefährlich. Gefährlich? Ja, wenn man von Interpol gefunden wird, wird man auf der Stelle festgenommen. Oder ein anderer Heer hält einen für einen Köder und schaltet einen selbst aus. Die Zeiten haben sich geändert. Aha. Ist eigentlich nicht mehr lukrativ. Wei! Aber würde diese Seltenheit nicht den Preis in die Höhe treiben? Ja, und die Aufmerksamkeit auch. Jeder Gangster würde mit seinen Brüdern mitmischen wollen. Die würden Schweizer Käse aus deiner Stirn machen, bevor du einen Spruch sagen kannst. Vielleicht könnten wir sie auch dazu bringen, die Haare zu schneiden. Wer steht hier eigentlich vor Gericht? Mann, ist es nicht zu übersehen, dass du rein gar nichts über den Markt weißt. Und, ist das schlimm? Versuche ja nicht, mich hier für dumm zu verkaufen. Wow. Ich arbeite für internationale Angelegenheiten. Deshalb wissen sie auch, wo ein Schlupfloch in dem System zu finden ist. Sag doch, was du willst. Aber Finger weg von meiner Abteilung. Es gibt keine Schlupflöcher, okay? Denkst du etwa, dass wir Pfadfinder sind? Das war nicht das, was ich versuchte zu... Beruhig dich, Dime. Es ist, wie du sagst. Es gibt keine Schlupflöcher. Zumindest, was diese Kokons betrifft. Alle passen auf. Der Zoll von Borginien, die internationalen Angelegenheiten und Interpol. Siehst du, wir verstehen unser Handwerk. Nicht wie diese jaulenden kleinen Welten, die jedes Wort der Diva gierig aufschlecken. Warum sollte ich... Solltest du was? Was hältst du hiervon? Ruhig, Blut. Alle beide. Wir sollten einen kühlen Kopf bewahren, ja? Pfeif auf kühl. Ich will den Kopf des Typen rollen sehen. Dieses Replikat muss der Schlüssel zu seinem Motiv sein. Es muss einen Weg geben, herauszufinden, was er vorhatte. Toll. Das wird jetzt wieder complicated. Gut, dann beenden wir hier aber erstmal. Dann habe ich nämlich Bedenkzeit und dann passt das alles. Also finden wir doch im nächsten Part heraus, was der eigentlich mit diesen Kokons anfangen wollte. Also bis dann. Ciao.